Hallo und herzlich willkommen aus der Virol-Akademie. Auch von mir ein Moin aus dem schönen Loi. Heute wollen wir auf das Thema Getriebeölspülung eingehen. Warum wollen wir ein Getriebe spülen? Während wir beim normalen Getriebeölwechsel nur einen Teil des gesamten Öles aus dem Getriebe herausbekommen, wollen wir bei der Getriebeölspülung nahezu 100% des alten Öles durch neues ersetzen. Bevor wir jetzt mit dem Spülen beginnen, wäre es mal wichtig, dass wir einige Dinge beherzigen. Wir sollten uns erstmal bei einem Tester vergewissern, wie die Arbeitsabläufe sind und was für Werkzeug wir brauchen. Weiterhin wäre wichtig, dass wir gucken, nach welchen Vorgaben der Hersteller vorschreibt, wie der Getriebeölstand später beim Prüfen kontrolliert wird. Zusätzlich zu dem Ganzen brauchen wir natürlich auch noch anderes Equipment. Unter anderem einen wunderschönen Adaptersatz, einen 5-Liter-Pot, unsere Expert-Kits oder ein Expert-Kit passend für das Auto und das Spülgerät. Bevor wir anfangen, sollten wir auf jeden Fall drei Arbeitsschritte durchführen, die sind ganz wichtig. Zum einen eine Probefahrt, idealerweise mit dem Kunden, um zu schauen, ob schon irgendwelche Schaltprobleme da sind. Dann eine Fehlerauslese mit dem Tester, um zu schauen, ob irgendwelche Fehler abgespeichert sind, die das Getriebe betreffen. Und zum Schluss nehmen wir auf jeden Fall von dem alten Öl eine Ölprobe. Damit wir jetzt vernünftig spülen können, gibt es mehrere Möglichkeiten, bei diesem Fahrzeug jedenfalls, wie man adaptieren kann. Wir werden euch jetzt alle drei Möglichkeiten einmal zeigen. Und dann eine Spülung mit einer Adaption beim Durchführen. Eine Adaptionsmöglichkeit ist, ich gehe in die Leitung zum Kühler. Das bietet sich bei diesem Auto auch sehr gut an, weil man da auch gut rankommt. So. Eine zweite Möglichkeit bei diesem Getriebe ist es, direkt am Getriebe eine Ölleitung zu lösen und hier mit einem Spezialadapter das Gerät zu verbinden. Und das machen wir jetzt. Arm runter. Bei der dritten Möglichkeit gehen wir wieder ans Getriebe, wieder an die Ölleitung, aber wir nehmen aus unserem Universaladapterkoffer diese beiden Bauteile. Also du brauchst hier keinen teuren Spezialadapter. Der Anschluss der Leitung an das Fahrzeug ist bei unserem Gerät relativ einfach. Da wir eine automatische Ölflussrichtungserkennung haben, ist es egal, an welcher Stelle wir welche Leitung setzen. Bevor wir jetzt das Gerät anschließen und mit der Getriebeölspülung beginnen, müssen wir zunächst die richtige Menge des richtigen Öls einfüllen. Das richtige Öl haben wir hier in unserem Expert-Kit. Das ist in diesem Fall das ATF MB14. Die richtige Ölmenge ergibt sich eigentlich aus der Neubefüllmenge des Getriebes plus etwa 2 bis 3 Liter zusätzlichem Öl zum Spülen. Bei diesem Fahrzeug haben wir etwa 7,5 Liter Neubefüllung. Da rechnen wir 2 bis 2,5 Liter drauf, sind wir etwa bei 10 Liter für den eigentlichen Spülvorgang. So, jetzt haben wir ja soweit adaptiert. Wichtig wäre jetzt noch eben kurz zu schauen, ob die Leitungen zu sind. Dafür starten wir gleich den Motor. Weiterhin ganz, ganz wichtig, während der Arbeiten muss man immer im Bereich des Fahrzeugs bleiben und die Möglichkeit haben, das Fahrzeug ganz schnell auszumachen, wenn kurzfristig irgendeine Undichtigkeit kommt. So, Johannes, kannst du mal im Starten? Dann wollen wir mal gucken. Das sieht gut aus soweit. Nehmen wir jetzt 9,5 Liter und bestätigen das kurz. So, jetzt hätten wir hier die Wechselmenge eingegeben. Ich könnte jetzt einfach spaßeshalber auf Läuft drücken und schon haben wir eine Fehlermeldung. Johannes müsste jetzt den Motor starten. Man sieht jetzt hier wunderbar, wie das Altöl durch das Gerät läuft und das frische Öl von dem Gerät in den Getriebe gezogen wird. Das Gerät ist in den Ölkreislauf des Getriebeölkreislaufes eingebunden.
Jetzt haben wir mit 10 Liter den Spülvorgang durchgeführt. Wichtig wäre es jetzt, weil wir jetzt die Ölwanne demontieren, das Öl aufzufangen, weil wir das nachher auslitern müssen, um dann dementsprechend die Frischölmenge angepasst zu dem Altöl wieder ins Gerät füllen müssen und dann ins Getriebe. Jetzt kannst du drehen. Normal bei dem letzten Mercedes kam noch einmal richtig was raus. Wichtig wäre darauf hinzuweisen, Getriebeölwanne nicht mit Bremsenreiniger oder sonstigen Reinigern reinigen, sondern einfach nur mit dem Lappen sauber machen, weil zum Beispiel im Bremsenreiniger sind Salze drin, die vielleicht als Rückstände dann im Getriebe selbst wieder Schaden verursachen könnten. Jetzt nehme ich mir unser Export-Kit XXL. Da drin habe ich meine Ölwanddichtung, die ich dann austausche. Immer neu machen bitte. Den Magneten bitte tauschen, weil der an Leistung verliert. Zusätzlich in dem Kit sind neue Schrauben, 6 Stück, weil die alten Schrauben, wie man hier zum Beispiel sieht, sind schon ein bisschen rostig, verschlissen. Beim Lösen hatte ich schon ein bisschen Probleme, also immer austauschen. Weiterhin haben wir in dem Kit drin eine neue Ablassschraube, eine Schraube für den Wandler, wenn der Wandler eine Schraube hätte. Dieser Wandler hat keine Schraube. Durch das Spülen brauchen wir aber auch das Öl aus dem Wandler nicht ablassen. Das haben wir durch den Spülvorgang schon erledigt. Des Weiteren immer in dem Kit drin ein Elektronik-Koppelstecker, der auch am Getriebe ist. Sollte man erneuern, hier sind 2 Dichtungen. Es könnte sein, jetzt ist er noch dicht. Mit dem neuen Öl werden die Dichtungen undicht und dann fängt er an, dann irgendwann zu ölen. Und wir haben dann einen neuen Sicherungsclip für den Stopfen am Ölpeilstab. Die muss ja immer sauber gemacht werden, die Fläche. Haben sie auch recht. Deswegen mache ich sie auch. Wichtig wäre, Drehmoment des Herstellers beachten. Man muss immer darauf achten, wo die Uhr ist. Steht auf 11 Uhr. So, ich stecke das raus. Damit das leichter reingeht gleich, einmal eben mit Silikonspray bearbeiten. Durch den Wechsel des Ölfilters und Ab- und Anbauen der Ölwanne haben wir jetzt nochmal wieder 2,5 Liter aus dem Getriebe rausbekommen. Das haben wir hier ausgelitert und die Menge müssen wir dem Getriebe natürlich, bevor wir starten, wieder zugeben. Dazu befüllen wir das Gerät nochmal mit 2,5 Liter Öl. Das Öl fügen wir jetzt hinzu, indem wir hier auf den Button Öl hinzufügen drücken. Das Fahrzeug bitte nicht laufen lassen, weil die Ölwanne und der Ölfilter im Moment noch leer sind. Dann geben wir hier die erforderliche Menge ein, 2,5 Liter, bestätigen mit OK und das System füllt jetzt eigenständig 2,5 Liter Öl in das Getriebe hinein. Als nächsten Schritt müssen wir jetzt den Getriebeölstand kontrollieren, immer nach Herstellervorschrift. Bei diesem Fahrzeug ist das so, dass bei laufendem Motor und einer Getriebeöltemperatur von 80 Grad gemessen wird. Dazu müssen wir den Tester wieder anschließen, denn wichtig ist, dass wir den fahrzeugspezifischen Temperaturfühler nutzen und der kann uns nur über den Tester angezeigt werden. Und dann lassen wir das Fahrzeug jetzt mal warm laufen. Während wir das Fahrzeug warm laufen lassen, schalten wir einmal alle Gänge durch. Dazu treten wir die Bremse und verharren etwa 5 Sekunden in den Gängen. Bei 80 Grad soll er hier in dem Fenster sein. Wir sind jetzt im unteren Bereich des Fensters, das passt. Jetzt haben wir die Temperatur erreicht, wir haben soweit alles geprüft. Jetzt muss noch eine Probefahrt gemacht werden, aber wir können schon mal unsere Kappe raufsetzen und dann zum Ende der Probefahrt und wenn alles dann passt, machen wir zu.
Uns hat das mit diesem Getriebeöl-Spülgerät richtig gut gefallen und ich denke, das Resultat spricht für sich. Hat euch das Video auch gefallen? Sendet uns einen Daumen hoch. Bei Fragen oder Anregungen schickt uns einen Kommentar.